Hey, ich bin Daniel von SimFans.de und als EA Game Changer wurde ich von EA in die Maxis Studios nach Redwood Shores eingeladen. Das ist in der Nähe von San Francisco und dort konnte ich das neueste Erweiterungspack, die Sims 4 an die Uni, anspielen, um das jetzt euch zu zeigen. Ich habe einiges aufgenommen, es gibt einige Specials. Vielen lieben Dank an EA und euch ganz viel Spaß. Ja, heute gibt's das Gameplay in Foxbury. Das ist ja die andere Universität und unser Computerwissenschaftler, der studiert hier und wohnt in diesem Wohnheim, in dieser Universitätsunterkunft hier auf dem Campus in Foxbury. Foxbury ist eher die moderne Elite-Uni hier und so sieht das Wohnheim aus von Anfang an. Ich finde es ein bisschen schöner gestaltet als die in Brightchester, die sind so ein bisschen trister und die sind richtig schön bunt und modern und aber selbst da kann man noch einiges umbauen. Hier ist jetzt die Sporthalle, denn unser Student, der ist hier nicht nur für das Studium da, sondern wir machen so ein paar außerschulische Aktivitäten. Es gibt ja hier neue Karrieren in Anführungszeichen, unbezahlt, ne? Fußballspieler und E-Sports-Teilnehmer. Das ist natürlich hier auch wieder im Rabbit Hole, aber man hat einige Aktivitäten, die man auch zu Hause erledigt. Zum Beispiel kann man bei E-Sport, kann man auch zu Hause, ne, muss man teilnehmen an so einem Online-Gaming-Event und das taucht dann auch auf im Kursplan. Und ja, er geht jetzt da mal hin, dass ihr das mal seht, ist ja auch ungeschnitten, also ich zeige euch das, wie ich das entdeckt habe. Man kann hier die Fahnen auch anbringen, um da ein bisschen mehr die Zugehörigkeit zu Foxbury eben auszuwählen und hier kann man dann die Karriere eben auch ändern oder ne, auch hier die noch erledigen und natürlich kann man nur eine zur gleichen Zeit machen und dann hat man die jetzt hier ja, beendet und die andere angenommen. So, da gibt es jetzt auch direkt so eine Arbeitsaufgabe, also ist so ein bisschen wie so eine Freelancer-Karriere mehr oder weniger. Es sind eben Sachen, die man zusätzlich auf dem Campus zum Studium machen kann, das möchte ich euch damit zeigen. Und heute in diesem Video geht es auch noch drum, wir gucken die neuen technischen Spielereien an, wie die Haushaltsbots, die für einen putzen und reparieren und noch mehr machen. Natürlich den neuen Servo, die neue Kreatur mit den besonderen Bedürfnissen auch. Wir gucken uns natürlich so ein bisschen auf dem Campus um. Wir besuchen eine der Gelegenheiten, einen Bot-Wettbewerb und es gibt noch einiges mehr auch zu den Gemeinschaftsräumen in Foxbury. Ja, da ist jetzt hier, ne, wir müssen das hier machen. Wir müssen SimClinch mit dem Team spielen. Das ist so eine Aufgabe, die jetzt hier, wie gesagt, auch auftaucht. Er hat hier das Bestreben Computerfreak. Man muss das nicht machen. Und er ist hier auch ein vorgefertigter Sims von EA, mit dem man hier direkt ins Unileben starten kann. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Man kann jetzt auch andere Sims unterrichten, ne? Das nochmal zu den Karrieren. Jetzt kommt man zu den Aktivitäten. Also wenn man hier eine gewisse Fähigkeit hat, kann man andere Sims jetzt hier zum Beispiel im Programmieren unterrichten und dann verdient man so ein bisschen Simoleons. Ja, er hat auch hier einen Fußball dabei. Hat den Ball 8-mal gekickt, ohne ihn fallen zu lassen. Neuer Rekord. Ja, da kann man so ein bisschen sich selber eine Challenge auch machen. Und je mehr man da jongliert mit dem Ball, desto besser wird das auch. Jetzt wird sie gleich Tag. Und hier hat man dann diese Rabbit Holes. Er besucht jetzt hier einen Kurs, ne, damit ihr das auch nochmal seht hier. Er unterrichtet, glaube ich, ne, oder was haben wir gemacht? Und das funktioniert dann so, dass die Sims eben zum Gebäude hinlaufen und dann darin verschwinden. Deswegen ist es auch eigentlich ganz cool, wenn man so mit zwei Sims, würde ich jetzt mal euch empfehlen, von Anfang an spielt. Oder ihr spielt natürlich mit einem Sim und guckt euch dann während der da an dem Kurs ist die anderen Dinge an und was mache ich als nächstes. So lang sind die auch nicht da drin in den Rabbit Holes. Und ich glaube, ich bin so hin und her gerissen. Ne? Nochmal auch hier eine Bewertung von mir quasi, eine Meinung. Man kann das so sehen, also die Kurse sind natürlich nicht besuchbar. Aber ich glaube, auf Dauer wäre das auch langweilig, wenn man sich da wirklich so einen Raum reinsetzt und dazuhört oder so. Man hat ja auch ein paar Optionen, wie wenn man zur Arbeit geht. Wenn ihr ne, nur das Base Game habt bisher, dann kann man ja auch bei der Arbeit sagen, faulenzen oder anstrengen oder ne, Kollegen kennenlernen und so ein bisschen da was steuern. Aber natürlich sind es natürlich Rabbit Tolls. Und der Fokus ist halt auf anderen Dingen. Ich meine, wenn die Campus-Kurse quasi interaktiv gemacht hätten, also dass man da wirklich sich reinsetzt und den Sim begleitet, dann wäre was anderes natürlich nicht im Pack mit drin gewesen, weil die haben ja nur bestimmte Ressourcen für jedes Pack auch und dann finde ich es insgesamt, glaube ich, dann doch besser. Wie gesagt, ich bin eher hin und her gerissen, aber ich glaube, ich finde es doch besser, dass die da mehr Aktivitäten um den Campus drumherum, um das Leben auf dem Campus gemacht haben, statt hier wirklich die Kurse, die, wie gesagt, auf Dauer, glaube ich, langweilig sind, ja, mit einzubauen.
Ja, wir haben uns so ein bisschen eingedeckt hier mit den neuen Sachen und ich habe es euch gezeigt. Er hat hier rechts unten auch die Präsentationstafel. Das hatten wir natürlich, haben wir natürlich auch im Brightchester Gameplay mit drin, aber ich habe es jetzt hier in das Foxbury Video mit reingenommen, weil manche Sachen überschneiden sich natürlich auch. Hier sieht man jetzt auch, ne, zum Kurs gehen. Der Kurs ist jetzt da. Man kann dann entweder auf den Button klicken oder natürlich auch auf das Rabbit Hole, dass der da hingeht. Er schnappt sich dann sein Buch, hält das so in der Hand, finde ich auch ganz schön gemacht und läuft dann dorthin. Rucksäcke und Co. gibt's leider nicht. Ja, das ist so ein kleines Detail, ist jetzt nicht Wunder wie schlimm, aber man hätte das, glaube ich, schon auch noch mal ein bisschen schöner machen können. Was mir jetzt auch noch bei diesen Gebäuden immer aufgefallen ist, immer wenn die da reingehen in die Rabbit Holes oder man da vor den Türen steht, dann hüpft die Kamera immer hoch. Das ist natürlich so, weil es ein Objekt ist und man nicht in das Haus reinglitscht, ne, mit der Kamera. Deswegen, und das ist manchmal aber ein bisschen nervig, weil man will dann gucken, was ist da unter dem Gebäude, wenn da zwei Sims miteinander sprechen und dann will man da näher hin und dann hüpft die Kamera so hoch. Ist mir jetzt halt negativ aufgefallen. Diese Erfahrung wollte ich euch natürlich auch hier mitteilen oder mit euch diese Erfahrung teilen. Deswegen gibt es ja auch mehr oder weniger Uncut Gameplay, damit ihr euch, glaube ich, so am besten ein Bild davon machen könnt, ob das Pack was für euch ist oder nicht, wie ich mich auch da durchkämpfe. Wie gesagt, ne, ist auch meine ersten Stunden da drin. Ich check da noch nicht alles, was muss ich denn jetzt hier machen hier? Kamera hat einen Kurs besucht, aber nicht ausreichend hier gelernt, ne, das ist ein bisschen negativ, kam da kurz die Meldung. Bisschen schnell weggeklickt und ja, man kann hier auch natürlich den Kurs auch früher verlassen, wenn man will und dann kommt man direkt dann hier hin. Wir sind jetzt nämlich, ich habe jetzt nämlich gesagt, gehen wir zu dem Gemeinschaftsgrundstück, weil das wollte ich mir natürlich auch angucken und euch zeigen. Die lauschige Lagune, das ist so dieses Gemeinschaftsgrundstück quasi für die Foxbury-Studenten. Dort kann man essen, Tischtennis spielen und oben auch die Robotikstation ja, sich angucken. Das ist wirklich so, wie es aussieht. Ne? Also im Trailer war das wunderschön aufgehübscht. Dieses Robotiklabor gibt es nicht so im Spiel. Ist wirklich fake im Trailer, muss man so sagen. Und im Spiel sieht das so aus. Man kann natürlich das Gebäude umbauen, aber so wie es im Trailer ist, auch die Wohnheime gibt es so nicht im Spiel. Das muss ich, glaube ich, ganz klar nochmal sagen, weil da gab es auch so ein bisschen Verwirrung. Ein paar von den Gamechangern haben auch wirklich dieses Robotiklabor gesucht und gesagt, hey, wo ist das denn? Aber das ist wirklich das, was, ja, quasi das Robotiklabor aus dem Trailer ist, ja. Man kann hier verschiedene Bots herstellen. Je nach Robotikfähigkeit hat man da verschiedene Optionen. Man kann Drohnen herstellen, das sind Blubberbots, das sind Spielzeugroboter, damit fängt man an. Man braucht dann so ein Altmaterial kann das dann hier herstellen. Und man braucht jetzt auch, hier steht es auch, ne, kann man Computer Robotik Altmaterial für seine Kreation kaufen oder Teile aus Elektroschrott recyceln. Also man kann, das ist ein richtiges Crafting-System, sehr umfangreich auch. Und auch mit vielen nützlichen Sachen. Es gibt ein Partybot, es gibt ein Reparaturbot, es gibt ein Cleanbot, also ein Aufräumbot. Und es gibt hier nochmal extra neue Computer. Das sind diese Lerncomputer. Und da kann man dann eben recherchieren für bestimmte Dinge, die man halt auch braucht für seine Tagesaufgaben. Ne? Manchmal muss man nur Hausarbeiten machen oder reiche eine Abschlussarbeit ein. Rechts sieht man es hier. Ne? Und dann gibt es noch die normalen Computer, die sind ganz normal. Da ist zusätzlich das Universitätsmenü hinzugekommen und ja, das entwickelt sich auch entsprechend. Also wenn man eine Kursarbeit hat, kann man die da auch irgendwie abschicken und so. Da kann man jetzt auch Tuning-Teile kaufen. Und ja, die sind jetzt nicht unbedingt teuer, aber man kann damit dann schon einiges machen, wenn man da ein bisschen was kauft. Weil am Anfang hat man ja nicht so viel Elektroschrott. Wenn Sachen kaputt gehen oder wenn man die Servos oder so nicht oft wartet, weil die brauchen immer eine Wartung, dann werden die zu Schrott, ne? Und dann kann man diesen Schrott wieder verwenden, um was Neues zu bauen. So ist dieser Zyklus quasi eingelegt. Und ja, dann haben wir jetzt hier, also wie gesagt, diesen extra neuen Computer. Da sind nur diese spezifischen Lerninhalte eben drauf. Und dort kann man jetzt auch, haben wir die Aufgabe, ja, Simclinch zu spielen. Und mit dem Team, das ist jetzt auch hier, ne, die Aufgabe, das ist jetzt noch nicht der Fall, weil das noch zu früh ist oder zu spät. Ich weiß es gerade auch nicht. Und das kann man jetzt hier dann machen, wenn die Zeit quasi reif ist, wenn das Event stattfindet. Das sind noch so Kleinigkeiten, die halt noch zusätzlich zu diesem Uni, ja, hier steht es auch von 17 bis 24 Uhr, montags bis donnerstags ist das nur möglich, zu dem Uni-Gameplay eben dazukommen, die man machen kann, aber nicht muss, um so eben für seinen individuellen Sim, für seine Story, die man eben spielt, für die eigene Story eben noch so ein paar
andere Freiheiten quasi zu haben, die man da angehen kann. Ja, er bastelt hier die Animationen so, ne, die sind schon auch aus anderen Teilen. Wir hatten ja auch schon in Amelie Arbeit so eine Art Wissenschaftler, das heißt so eine Art, ne, den Wissenschaftler oder die Werkbank im Base-Game. Das sind auch die gleichen Animationen, aber man kann hier einiges herstellen. Mit steigender Fähigkeit natürlich noch mehr Dinge. Ja, das habe ich jetzt hier ihn machen lassen, weil ich wollte mal gucken, wie lange dauert das, was kann man da so machen, und natürlich fängt man klein an mit dem Blubberbot. Es ist dann auch dieser Prozess, den man da eben durchläuft. Man kann immer mehr machen, immer coolere Sachen und die dann entdecken. Also es ist halt auch die neue Fähigkeit und da ist schon einiges an Content auch dahinter, was man da mit dieser Robotik dann eben machen kann. Das ist so ein Schwerpunkt, diese Robotik, natürlich von Foxbury auch, ne? Dieses moderne Elite-Institut. Und jetzt hat er hier was gebastelt und Folgendes hergestellt, zwei Altmaterialien. Also auch da bekommt man Sachen. Man kann jetzt auch hier in der Gruppe die Hausarbeiten machen. Hier steht es auch, zusammen Hausarbeiten machen. Wenn man das anklickt, dann kommen die Sims eben, die Mitstudenten kommen dann dazu und man kann da quasi dann so gemeinsam lernen. Ist immer ganz schön, also man sitzt da nicht so alleine rum. Es ist auch so, dass man da quasi mit den anderen sich dann zusammensetzt, was für mich das Ganze auch so ein bisschen realistischer macht, wie ich finde. Und man kann sich dann ganz normal auch mit denen unterhalten, während man die Hausarbeiten macht. Ich finde das ganz schön, dass die sich da einfach zusammen hinsetzen, ne? Und ja, natürlich bekommt er auch Emotionen. Er hat sich jetzt hier verletzt. Man kann sich auch schwerer verletzen, dass der richtig einen Verband am Arm auch hat. Es gibt auch einen Roboterarm, den man herstellen kann. Und der hilft einem dann, dass man nicht so oft einen Stromschlag bekommt oder die hergestellten Sachen eben von höherer Qualität sind. Und also da kann man sich dann selber auch dann behelfen mit so einer Armprothese mehr oder weniger, die einem hilft, dann noch besser das zu machen. Jetzt kann man hier unterrichten, um Geld zu verdienen. Ich habe dann auch mit einem Entwickler gesprochen, der hier neben mir stand, und ich habe gefragt, wie kann man denn Geld verdienen? Also es gibt natürlich hier dieses Programmieren, dass man anderen quasi was beibringt, dann bekommt man auch ein bisschen Simoleons. Ich glaube, man ist da eine Stunde drin und hat dann 40 Simoleons oder so bekommen. Ich habe dann eben zwar eine Entwicklerin dann auch gefragt, was kann man denn noch auf dem Campus machen, um Geld zu verdienen? Und hat sie gemeint, ja, also es gibt ja auch die neuen Karrieren, aber das ist eher eine außerschulische Aktivität, da wirst du kein Geld bekommen, weil ich habe gar nicht geguckt am Anfang, dass man da gar kein, ich habe gar nicht gesehen, dass man bei dieser Karriere in Anführungszeichen, weil die im Karrierenmenü drin ist, gar kein Geld bekommt. Und ja, das ist einfach so eine Aktivität. Aktivität beginnt in 2 Stunden. Ne? Das ist einfach so was Zusätzliches, was man machen kann, um dann eben ja, dort sich auch ein bisschen hochzuleveln und das Gameplay eben auszutesten und dann sich eben auch Objekte freizuschalten, die man sonst nicht so im Kaufen-Bau-Modus findet. Und das ist so das Gameplay. Geld machen kann man natürlich auch mit Sammelobjekten, wie auch sonst auch. Ne? Man kann Bilder malen, man kann Steine sammeln oder was weiß ich. Und es ist hier schon eher rar mit Verdienstmöglichkeiten. Natürlich kann man auch die hergestellten Bots zum Beispiel verkaufen, ne? Und so gibt es dann verschiedene Sachen, wo man eben Geld damit verdient, weil die sollen ja studieren und eigentlich auch nicht arbeiten. Aber so ein paar Kleinigkeiten gibt es dann eben auch, wie das Unterrichten, das eben aber auch nur möglich ist, wenn man eine bestimmte Fähigkeit hat. Er hat jetzt Level 4 in Programmieren und dann kann er das eben tun. Ja. Nur wenn man ein bisschen also was drauf hat. Wir haben auch diese neuen Energy Drinks, wie ihr hier seht. Ja, die gibt es hier auch. Es gibt auch 2 verschiedene. Es gibt sogar Poster davon. Klassischer Power Schlürf. Der Boost eines Power Schlürf. Klassikern, die Chancen eines Sims erhöhen, bei Videospielturnieren zu gewinnen. Ja, also diese Dinger sind darauf ausgelegt, dass man da dann eben einen Bonus bekommt bei Videospielen, weil man eben hier geboostet ist durch diese Drinks. Ja. Dann, also hier sieht man das dann auch, dass die Cafeteria, das Essen kann man jetzt nicht bestellen, Abendessen ab 17 Uhr. Es ist auch alles getimed, jetzt ist zum Glück hier gleich 17 Uhr. Ja, und auch hier haben wir diese Warnung dann wieder, ne? Also man kann auch hier beim E-Sports-Treffen den Sim quasi wegschicken, man kann sich krank melden oder eben sagen, zu Hause arbeiten, dann muss man halt wieder so eine neue Aufgabe hier erfüllen, ne? Um hier eben befördert zu werden. Ja, also vergleicht es so ein bisschen mit dem Pfadfinder vielleicht für die Kids. Was wir ja schon hatten im Spiel, das ist so eine außerschulische Aktivität. Ja, oder eine Aktivität auf dem Campus, eigentlich nicht außerschulisch. Ja, er wurde jetzt gerade geschockt, vielleicht habt ihr es gerade gesehen, rechts oben im Bild war das. Man muss da auch ein bisschen aufpassen, wenn er dann benommen ist, dann darf man nicht weiter basteln. Ja, er macht jetzt hier diese Sim-Clinch-Team
Spiel, bevor wir uns gleich dieser neuen Präsentationstafel widmen. Ja, das ist aus dem City, ne? Ich finde das voll toll, dass sie das hier mit reingemacht haben. Das ist, ja, es ist diese Disaster-Trailer-Dings war das, glaube ich, ne? Da haben sie das Videomaterial rausgenommen. Von SimCity. Ja, ist das auch in, hier verwendet worden, ne? Das ist das Material. Man kann jetzt auch hier eine Universitätskursarbeit kann man abgeben, man kann die Professoren per E-Mail, ne, eben fragen, wie ist es denn so, also man hat da auch so ein paar Optionen. Ich finde es gut, dass nicht alles in diesen Menüs mit so Balken dargestellt ist, also manchmal muss man auch wirklich anrufen und fragen, hey, wie sieht's denn aus und so. Das macht das Ganze so ein bisschen realistischer. Jetzt haben wir hier was Cooles, das ist die Präsentationstafel. Ja, ich habe es mal ein bisschen schneller gemacht, dass er hier mal seine Aufgabe hier schneller erfüllt. Und ihr könnt gerne auch mal kommentieren, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, unbedingt. Auch hier natürlich könnt ihr das schreiben, falls euch noch was unklar ist, falls ihr noch was wissen wollt, was euch, ne, eben interessiert. Ich kann ja auch nicht alles abdecken. Es ist ja auch nur meine Gameplay-Erfahrung bisher. Wir haben später noch ein bisschen Endgame-Content, sage ich jetzt mal, also mit höheren Fähigkeiten-Leveln und mit dem Servo dann auch. Aber das meiste solltet ihr vielleicht auch selbst entdecken. Es geht ja hier nur darum, dann schon einen umfassenden Einblick euch zu bieten. Aber ihr solltet das schon natürlich eure Story auch spielen. Und ich spiele jetzt nicht wirklich hier eine Story, das gibt es bei mir im Let's Play. Ich habe das ja so gespielt, dass man sich das eben anguckt, was ist da für ein Gameplay. Deswegen cheate ich auch hier zum Beispiel jetzt die Bedürfnisse oder so. Ja. So. Jetzt gucken wir das doch nochmal vorher an, bevor wir uns der Präsentationstafel widmen mit dem Plapperbot. Den wollte ich mal unbedingt fertig haben. Ich habe dann aber auch, man kann auch, ne, ich habe es euch ja schon gezeigt, im Baby.show Hidden Objects, da kann man ja auch reingehen und dann die Tastatur war grottig schwierig zu bedienen auf dem Event, muss ich mal sagen, die hat so tiefe Tasten, da eigentlich, das ist nicht so meins, und dann Z und Y ist vertauscht und so eine englische Tastatur, das war ganz witzig, nur um es ein paar Hintergründe zu nennen. Ja, also im Baby.show Hidden Objects, wenn man den Cheat eingibt, kann man sich natürlich auch die ganzen Objekte, die man herstellen kann, auch hier quasi rauscheaten. Ich habe das jetzt mal gemacht, wie gesagt, weil es eben darum ging, diesen Faktor eben auch zu zeigen, was ist denn da drin, was können denn diese Sachen, die man da hergestellt hat und ist das interessant oder ist das blöd oder so, ne? Da gibt es dann auch diese Drinks und da diese Schrotthaufen und da gibt es einiges mehr und die ganzen Bots, diese Helfer-Bots, Party-Bots, Clean-Bots, Gärtner-Bots, was gibt's noch? Also gibt es einige Bots. Und hier auch dieses Spielzeug noch, das können auch Kinder und Kleinkinder verwenden, da ist dieser Roboterarm. Und diese Datenbrille, oh, die ist auch toll. Die ist auch richtig cool. Damit hat man so ein paar Funktionen, wie auch, ja, wie auch so ein bisschen, also der Servo hat der Roboter, der hat auch so Möglichkeiten, der kann zum Beispiel nach Stimmung scannen und mit dieser Brille kann auch ein normaler Sim die Stimmung von anderen Sims scannen, um die herauszufinden. Das ist jetzt die Drohne, das ist eigentlich nur so ein Spaßobjekt, ne? So ein Spielzeugobjekt, man kann damit so ein bisschen rumfliegen, so wie ich das gesehen habe. Den Servo kann man leider nicht aus dem Debug aktivieren, da steht auch, man muss den in die Werkbank einstecken, um den zu aktivieren, aber dann steht hier, das Objekt gehört dir nicht. Ja, weil ich habe es nicht hergestellt und deswegen, ja, ist auch so ein System, dass man nicht einfach von jemand anders quasi den Servo klauen kann, weil es ja alles hier auf so Gemeinschaftsgrundstücken ist und nicht auf dem Wohngrundstück. Ja, ist ganz schön animiert mit der Drohne. Ich meine, sowas Ähnliches hatten wir ja auch schon mit Werde berühmt, aber da ist eher die Drohne, die einen verfolgt und dann aufzeichnet und das ist jetzt wirklich so eine Drohne, mit der man halt so ein bisschen Tricks machen kann und ein bisschen Streiche auch machen kann. Ja, das ist der Blubberbot für die Kids, ne? Ist halt einfach so ein kleiner, lustiger Roboter. Und das ist jetzt so der Partybot, der kann natürlich Musik spielen. Man kann sogar Essen bei dem bestellen, was auch ganz witzig ist. Weil, ja, es gibt ja in den Wohnheimen und so auch nicht wirklich die, jetzt hat er Essen bestellt und die Drohne hat jetzt quasi das Essen gebracht. Weil man hat ja auch nicht diese Großküche jetzt, sag ich mal. Man hat ja nur den Mini-Kühlschrank und die Mikrowelle, alternativ noch dazu und ja, mit der sorgt halt für so Partystimmung. Das ist halt so eine kleine technische Spielerei, die man sich bauen kann, um dann eben so ein paar Vorteile zu haben oder dass ein Bot einem das Zimmer aufräumt und so. Also es ist eigentlich ganz passend auch, dass die Robotik quasi, ne, Partys und so und aufräumen, das ist auch so ein Thema auf dem Campus und da gibt es eben entsprechende Bots dafür. Zusätzlich gibt es noch so einen Gärtnerbot, der die Pflanzen dann auch gießt und so und danach guckt.
Man muss es wirklich am Ende nur noch ernten. Ja, hier haben wir jetzt auch nochmal ein Getränk. Das müssen wir erstmal kriegen, weil das Ding hier so rumflattert. Zum Anklicken. Und natürlich kann man hier auch Musik abspielen, ne? Bei dem Ding, der macht ein bisschen Party-Stimmung. Das ist der Partybot. Die haben eine bestimmte Akkuleistung, die schalten sich dann einfach aus. Ihr solltet die natürlich auch nicht im Regen stehen lassen, weil dann gehen die kaputt. Und da hat man jetzt diese Bildschirmbrille, heißt die bei uns. Da kann man soziales Netzwerk, Web, ne, im Internet suchen, Kunst auch suchen und auch chatten. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen angeklickt, die man hier machen kann. Anmachsprüche durchsuchen. Auch ganz witzig, ja. Und da kann man jetzt in der Tafel Informationen sammeln. Ich habe den jetzt erstmal hinsetzen lassen mit dem Getränk und wir gucken uns die Datenbrille an. Das ist so eine Holo-Brille, will ich jetzt mal sagen. Es ist ganz hübsch animiert. Das sehen wir jetzt gleich. Gucken wir, ja, ja. Ding, 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 wird geladen hier. Und dann hat man da so die Möglichkeit, eben diese technischen Spielereien auszuprobieren und aber auch so ein paar, ja, Sachen eben zu machen, die man sonst halt nicht machen kann, wenn man unterwegs ist. Man ist ja viel unterwegs auf dem Campus, hat nicht immer direkt einen Computer auch zur Hand vielleicht. Und da kann man sich so eine Brille, Bildschirmbrille basteln und da hat man dann die grundlegenden Funktionen eines Computers auch mit drin. Man kann diese Bots, diese Partybots auch zum Beispiel upgraden, dann halten die länger oder gehen nicht so schnell kaputt. Und das ist schon ein bisschen tiefer auch noch, das sehen wir später auch noch. Ein bisschen mehr mit diesen Bots, die ich da ja auch hergestellt habe und noch herstellen werde später im Video. Ja, ich wollte es euch mal auch zeigen, ne, dass ihr das auch mal gesehen habt. Ich finde das total cool irgendwie. Ist ganz witzig, ne, und hat so ein paar Funktionen. Ist nicht nur hübsch, sondern hat auch irgendwie ein bisschen einen Sinn. Finde ich ganz gut. Ist eine runde Sache hier auf jeden Fall auch mit der Robotik. Passend zum Studium. So, da hatten wir jetzt die Tafel, ja. Und das ist ein bisschen doof gemacht. Ihr habt es gerade gesehen, ne? Der klebt da irgendwas hin und plötzlich ist da alles voll und das Papier verschwindet wieder. Das ist nicht so schön gemacht. Das ist die Präsentationstafel, denn bei manchen Kursen muss man nicht nur eine Abschlussarbeit einreichen, sondern hier halte eine Präsentation. Und das muss man an der Tafel machen, die bekommt man dann ins Inventar, die kann man irgendwo aufstellen, ist völlig egal. Und dann kann man eben dort diese Informationen sammeln erstmal und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man noch mehr Sachen machen, das sehen wir auch gleich, ich habe da mal ein bisschen schneller gemacht. Und ja, das ist halt auch so eine Aufgabe, die man eben erfüllen muss. Statt in einer Vorlesung drin zu sitzen, haben die eben sowas gemacht, ne? Dass man hier das so ein bisschen dann auch freier ist, wann man was lernt. Und es ist ja auch ein Studium, ne? Sollte eigentlich eigenständig sein. Und ja, das sieht man dann, dass der hier dann halt das jetzt vorangebracht hat. Und jetzt kann man die überarbeiten und gliedern. Man kann um Feedback bitten, man kann das üben. Und wenn das dann fertig ist, dann kann man das auch abgeben zwischen 8 und 16 Uhr. Also man sollte die Qualität erstmal ein bisschen aufwerten. Nicht nur einfach so abgeben, sondern auch mal üben und um Feedback bitten und so ein bisschen. Und dann das nochmal überarbeiten, damit das wirklich auch eine gute Note dann am Ende gibt für den Kurs. Ja, die danced hier ab zum Partybot. Zu Musik wippen kann man da auch, Musik ausschalten, einschalten und so. Hey, Leute, hört mal hier zu, ich komme jetzt hier gleich mit meiner Präsentation, ja? So, jetzt haben wir da die Präsentation üben gemacht und jetzt kommen die anderen Sims, die gucken einem dann zu. Krebse hier, guck mal hier, da ist meine Präsentation. Ich habe mir Folgendes gedacht, ja. So ein bisschen, er kann ja dann erzählen, seine Präsentation und die anderen reagieren dann so ein bisschen da drauf oder laufen wieder weg. Das ist eigentlich auch ganz, ganz gut gemacht und man kann die dann auch um Feedback bitten dann, ne, und sagen, hey, wie fandest du das jetzt und so und dann bringt das einem auch was, um diese Qualität dieser Präsentation zu steigern. Ja. Das ist so, finde ich ganz toll, dass man solche Lernobjekte, sag ich mal, jetzt reingebracht hat ins Spiel. Deswegen braucht man auch in den Wohnheimen so ein bisschen Platz, damit man die dort auch aufstellen kann. Also man muss da immer, auch wenn man die schön dekoriert, dann immer so ein bisschen Luft lassen für solche Objekte, die halt, ne, nur temporär dann auftauchen und dann eben Platz haben müssen. Ja. Nichtsdestotrotz ist das Gebäude sehr leer, wie ich finde. Also ich werde es auf jeden Fall auch noch umbauen. So, jetzt bekommt er ein bisschen Feedback hier. War doch ein bisschen traurig präsentiert und so. Kann man dann das Feedback bekommen. Also und dann ja, kann man das eben nochmal überarbeiten, wie man das eben will. Und das ist so ein bisschen das Gameplay, was ich hier mir angeguckt habe und euch dann auch eben zeigen wollte. Komm, wir gehen lieber zocken. Ja, das ist die Präsentation.
Zeitmanagement ist wirklich wichtig. Ich kann es euch nochmal sagen, macht von Anfang an nicht 4 Kurse gleich, macht vielleicht 2 oder 3, um das alles so ein bisschen zu entdecken. Und wenn ihr dann so einen Überblick habt, was kann man denn machen und wie muss man was machen, dann könnt ihr tiefer und im zweiten Semester dann vielleicht 3 oder 4 Kurse angehen, je nachdem, was ihr euch zutraut, um das dann eben so ein bisschen zu steigern. Ja, also am Anfang ist schon ein bisschen Informationsüberladung, man muss das alles sich erstmal entdecken. Hier steht auch, ne, Qualität ist mangelhaft, deswegen müssen wir das jetzt hier nochmal überarbeiten nach dem Feedback. Und dann wird die Qualität auch besser, wie man gleich sieht hier, ne? Jetzt ist sie ja noch mangelhaft. Kursüberprüfung der künstlichen Intelligenz. Und wenn er das überarbeitet und man dann nochmal drüber fährt, dann sieht man auch, dass sich die dann auch verbessert. Jetzt ist Qualität normal und ich, ne, lasse da die Zeit natürlich schnell ablaufen, aber damit ihr auch mal seht, wie viel Zeit man da eigentlich reinstecken muss, damit man da wirklich auch eine gute Note bekommt. Jetzt sieht man es auch schon, ne? Die Präsentationstafel sieht richtig gut aus, die Qualität ist ausgezeichnet und dann kann man die auch halten, wenn es denn Zeit dafür ist, weil die kann man nur zu einer bestimmten Uhrzeit, hier 8 bis 16:30 Uhr, kann man die nur halten. Dazu geht er dann auch wieder ins Rabbit Hole, hält dann die Präsentation und dann bekommt man entsprechend die Note. Dieser Partybadabber, Konfetti muss man nicht auffüllen. Die haben unendlich Konfetti. Die Dinger. Aber die gehen manchmal kaputt. Ne? Man merkt es auch schon, das Ding ist jetzt rot. Und ja, ich habe es hier nochmal probiert, Zimglinch im Team zu spielen. Und jetzt nimmt er die Präsentationstafel quasi mit und läuft zum Rabbit Hole und hält dann dort die Präsentation quasi. Also verschwindet da wieder und ist dann quasi, ne, in der Präsentation. Und dann bekommt man am Ende Feedback, wie es denn war. So läuft es ab, das Gameplay. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt mal euer erster Eindruck, euren ersten Eindruck. Ihr habt es ja nicht selber gespielt, deswegen ist es nur so ein erster Eindruck. Aber ne, wir wissen euer Feedback da dazu, dass da jetzt die Kurse nicht besuchbar sind. Findet ihr das wirklich so schlimm? Findet ihr das okay? Oder findet ihr das gut sogar? Also, ne, da gibt es ja verschiedene Meinungen. Hätte mich jetzt auch interessiert. Ja. Was ihr da so davon haltet, ist ja auch ganz interessant. Auch vielleicht für die anderen, was die Mehrheit so denkt und so. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Vielen lieben Dank. So, ja, er macht jetzt hier noch die Hausarbeiten, die müssen wir natürlich auch noch machen. Man kann sich auch da, ne, einfach hinsetzen, so ein bisschen in die Sonne. Ich würde euch auch so empfehlen, so saugt ein bisschen diese Welt auf, ne. Klickt nicht nur durch die Menüs, sonst wird es irgendwie so trocken. Guckt auch so ein bisschen rum und lernt ein paar Sims kennen und ich glaube, dann hat man eine richtig schöne Gameplay-Erfahrung auch. Aber man darf sich da nicht so sehr drauf versteifen, auf die Noten, glaube ich auch, ne? Wie im echten Leben ja natürlich auch. Man kann alles übertreiben. Und dann hat man, glaube ich, eine schöne Gameplay-Erfahrung. Und ich würde auch empfehlen, nicht zu cheaten. Ist immer ganz gut, auch die Sachen irgendwie selber zu entdecken und dann auszuprobieren. Und ja, jetzt gucken wir hier mal, was wir noch alles tun müssen. Der hat ja alle Hausaufgaben irgendwie halbwegs angefangen, nur. Wir sollten mal was abschließen hier, 75%. Jetzt muss er wieder pinkeln. Ich glaube, Daniel cheatet hier wieder, ne? Cheaten wir oder lassen wir ihn aufs Klo gehen? Wir gucken mal. Der Unterricht von Cameron beginnt in etwa einer Stunde. Dieser Hinweis ist auch ganz wichtig, weil man sollte sich da wirklich schon auf den Weg machen auch. Also der läuft jetzt auch dahin, ne? Ihr seht es unten, die Interaktion kommt von allein, dass der dahin läuft, um das eben rechtzeitig zu schaffen. Jetzt haben wir da so einen kleinen Cut drin. Ja. Er läuft jetzt dorthin. Go for it. Ja, da wollte ich euch das, glaube ich, nochmal zeigen mit diesen Gebäuden, ne? Wenn die da reinlaufen, dann hüpft das so ein bisschen blöd hoch. Und war das die Szene? Ich muss ja auch selber nochmal gucken. So viel Material, wir haben so viel Material. Ja. Sprechstunde besuchen. Ne, was macht er jetzt? Ja, Sprechstunde mit Grundregeln des Programmierens, Einführung. Also da kann man dann auch die Noten aufwerten, wenn man quasi zur Sprechstunde geht. Noten kann man aufwerten, indem man die Hausarbeit natürlich macht, diese normalen Aufgaben. Man kann auch lernen an diesen Computern, man kann auch ganz normal lernen mit dem Hausaufgabenbuch. Ja, das ist alles so ein bisschen, spielt da zusammen ein, dann in die Note und dann geht er da rein und dann ist er in der Sprechstunde und kommt irgendwann wieder raus. So, ich wollte es halt nochmal euch zeigen auch, ne? Das ist so wirklich das Gameplay. Also das ist wirklich so gedacht, dass die da reingehen und dann die Präsentation halten, Sprechstunde besuchen, Kurs besuchen, ne? Und alles andere drumrum ist dann so extra. Aber wir haben einiges, ihr habt noch gar nicht diese ganz
häufig eigentlich auftauchenden Events gesehen auf dem Campus. Die gucken wir uns später an. Erstmal noch ein bisschen mehr zu den Bots. Wir haben hier einen Sim, der hat ein bisschen mehr Fähigkeiten-Level. Also man kann ja quasi auswählen, was will man herstellen. Und sie kann jetzt schon Plapperbot herstellen und auch Materialien, also Computerchips braucht man für manche Objekte und da kann man dann selber auch noch mehr Materialien herstellen, die man dann erstmal herstellen muss, bevor man dann diesen Bot herstellen kann und so. Und das braucht wirklich viel Zeit und viel Arbeit auch und gute Fähigkeiten, Fortschritte, damit man die Sachen echt machen kann. Also wie gesagt, diese Robotikstation ist wirklich sehr komplex, die neue Fähigkeit auch da drumherum. Das ist ein großer Part vom Gameplay hier auch und den Möglichkeiten, die man hier hat, um sowas auch zu machen noch. Ja, ich habe die mal ein bisschen basteln lassen. Wollt euch auch mal so, ne? Auch mal mit Spraydosen haben wir da und dann sieht man da auch die verschiedenen Zustände. Sie baut jetzt hier so einen Bot, wie das dann aussieht, wenn die das macht. Und manchmal bekommt sie einen Stromschlag und manchmal. Ja. Und das habe ich natürlich ein bisschen schneller gemacht, aber dass ihr das auch mal seht, wie lange das dauert. Jetzt ist der Bot fertig und jetzt kann man den entweder demontieren, man kann den aktivieren, man kann den auch verkaufen, wie gesagt, für Geld. Und wenn man den ja auch im Inventar platzieren und wir gucken uns das jetzt mal an, wenn die den aktiviert. Ne, also die setzt den dann hier raus und dann schließt sie mal auch Batterie 100% und... Ne, da gibt es verschiedene Statuswerte von diesem Putzbot und der läuft dann da rum und scannt dann halt so ein bisschen, ne, wo gibt es denn hier was zum Putzen. Und da kann man jetzt rüberfahren, Lebensdauer 100%, Verbesserungsstufe 1. Also man kann auch Partybots dann wieder im Inventar oder auf der Werkbank platzieren direkt und dann kann man die verbessern. Dann halten die Dinger länger oder ne, gehen nicht so schnell kaputt und... das sind dann halt so Möglichkeiten, die man da noch hat. Also ich wollte damit nur sagen, es geht noch ein bisschen tiefer auch. Man kann jetzt hier den noch erweitern und quasi upgraden dann auch später, was ganz toll ist. Und man kann den auch wieder auseinanderbauen, wenn man dann eben die Werkstoffe haben möchte. Ja, der hat jetzt hier 45 Mechanismus, Tuningteile und so verschiedene Sachen, Herstellungsobjekte, ne, Materialien im Inventar. Und ja, hier Partybot kann man auch in verschiedenen Farben bauen und da gibt es auch verschiedene dann. Ja. Oh. Machen wir jetzt uns einen Partybot. Und ich finde das ganz schön, dass die da auch so löten und so, also ist ganz cool. Man muss es wirklich aufpassen, man darf den ziemlich die ganze Zeit hinschicken und machen mal weiter, weil wenn die einen Stromschlag kriegen und dann, die können da auch wirklich sterben. Und ja, der Putzbot, der fliegt jetzt halt da rum und scannt und putzt. Und das ist eigentlich ganz schön auch gemacht und auch sehr sinnhaftig, ja. Ja, sie ist jetzt hier benommen. Ich lasse sie jetzt erstmal ein Nickerchen machen hier. Und da kann man das eben fortsetzen oder das Produkt auch verwerfen. Ernsthaft gegrillt, das wäre knapp. Ja, ist die Warnung. Der Warnschuss gibt es ja immer. Es gibt ja immer einen Warnschuss. Und dann, wenn man dann benommen ist und dann trotzdem weitermacht, dann, und dann nochmal gegrillt wird, dann ist es natürlich tödlich. Ja. So sieht das aus. Ja, jetzt ist der Bot auch gleich fertig. Wir haben jetzt hier noch so ein Partybot. Ich wollte jetzt hier nochmal irgendwas cheaten. Ich habe nochmal geguckt, gibt es irgendwelche Cheats für den Servo. Ich wollte übrigens so einen Servo haben. Sehen wir gleich. Total spannend. Und auch so ein Event auf dem Campus unten. Das habt ihr jetzt noch gar nicht bei mir gesehen. Und ja, man kann da auch die Musik ändern. Party-Modus aktivieren, ne, und so. Also es ist ja, jeder Bot hat so seine eigenen Funktionen. Und ja, dort kann man auch Essen bestellen bei dem jetzt. Und ansonsten, wenn man die eben, ne, nur herstellt, um die Fähigkeit zu leveln, dann kann man die auch verkaufen, also auch eine Verdienstmöglichkeit. Das ist so das Gameplay drumherum, ne. Das wollte ich euch nochmal intensiver vorstellen, wie das so aussieht in-game. Natürlich mit dem deutschen Spiel auch. Ja, sie kann jetzt nur die zwei Bots machen. Wie gesagt, es gibt noch weitere, aber da muss man einen höheren Level haben. Und jetzt packt sie den Bot auf die Station, denn da gibt es nochmal eine Möglichkeit dann auch. Also sie holt den Bot und packt die auf die Station. Es gibt auch einen Reparaturbot, der kann dann auch andere Bots reparieren, was auch ganz gut ist. Der ist jetzt orange, ne? Also die Batterie ist schon. Hier kann man jetzt tunen mit 4 Altmaterialien. Kann man den jetzt auch tunen und dann ist der wieder... flott hier, ne, Batterie und Lebensdauer 55% und wenn man den dann upgradet, steigen eben die Werte und dann hat man länger was davon.
Und so ist dann eben der Fortschritt ganz, ganz gut. Wenn man dann mal ganz, ganz viele Bots hat, alle 4 Bot-Typen oder manche vielleicht sogar 2-mal, dann kann man wirklich einen Garten und einen Haushalt und alles von den Bots schmeißen lassen und die reparieren sich dann gegenseitig, nur wenn es dann regnet oder so, jetzt ist er wieder grün, ne? Dann kann man wirklich einiges auch an Kohle verdienen. Man muss ja wirklich nur noch die Pflanzen ernten, haben die Entwickler gesagt. Und man muss wirklich nichts mehr aufräumen und... das ist schon ganz toll. Jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Jetzt ist nämlich bei mir ein Service-Bot-Wettbewerb am Foxbury-Institut Innenhof. Und das ist hier. Und das taucht immer mal wieder auf. Viel öfter, als ich es jetzt bei mir im Gameplay gesehen habe. Es ist wirklich ständig auch was anderes. Manchmal ist es so ein Fußball-Event. Manchmal ist es so ein Künstler-Event, dass man dir dann ein Model abmalen muss, was auch ganz neu ist. Also man kann Sims jetzt quasi abmalen, die dann hier so posieren. Das ist auch ein neues Gameplay-Feature. Habe ich leider nicht aufnehmen können. Ist ja hier kein vollständiges Preview mit allen Inhalten des Packs, sondern meine Gameplay-Erfahrung eben. Aber ich denke, es ist eine runde Sache und ich habe halt den Fokus auf manche Dinge gesetzt, die ich wichtig finde, die auch zu zeigen und die ich halt auch ausprobieren konnte. Da ist jetzt auch der Servo, ja. Und man kann das Event quasi besuchen. Die muss jetzt leider zum Kurs. Den Kurs habe ich jetzt abgebrochen oder ich wollte den abbrennen, damit die hier mal teilnimmt. Und da sind dann Sims dabei, die fliegen mit der Drohne rum, die Bots sind da, man kann ein bisschen was knabbern. Und ich habe jetzt, ich wollte mich jetzt dem Servo vorstellen. Ja, oh, dem ist nicht so gut. Die Augen sind auch sehr cool, also die Augen sind auch grün zum Beispiel, wenn es ihm gut geht. Oder die sind Herz in Form, wenn er kokett ist, das ist ganz schön gemacht. Und das ist wirklich auch eine neue Kreatur mit neuen Bedürfnissen und die kann man auch als spielbare Sims quasi haben im Spiel, wenn man die herstellt. Das ist wirklich das Nonplusultra, das höchste, teuerste, höchste Level-Objekt, das man herstellen kann mit der Robotik. Also die erste Liga quasi an Technik, die man hier erstellen kann. Man kann ganz normal mit den Sims interagieren. Natürlich hat er eine andere Animation. Man kann sogar mit ihnen flirten. Ja, bist du Single eigentlich? Ja, ja klar, bin ich Single, ja. Und ja, ich wollte dann so ein bisschen Interaktion mit denen machen, aber ich habe jetzt gecheatet quasi, weil mir das zu lange gedauert hat in der Preview, die Fähigkeit zu hoch zu leveln. Und man hat jetzt hier, ich habe den jetzt mit dem Cheat, ja, der ist jetzt in keinem Studium, also wenn man kein Student ist und dann trotzdem in der Familie ist, im Wohnheim, dann dürfen die Sims da nicht wohnen bleiben, weil die Wohnheime eben nur für Studenten sind von Foxbury und er ist jetzt kein Student, weil ich ihn jetzt hinzugefügt habe. Er hat neue Bedürfnisse unten, einmal Ausdauer und Ladung. Wie normale Sims hat er auch Spaß und Sozial, also es ist ein sehr soziales Wesen. Und Ausdauer ist natürlich, ne, auch wieder Wartung, also man muss den auch warten, also ne, immer mal wieder an der Werkbank dann oder ne, von Bots warten lassen. Und man kann auch den Flugmodus aktivieren, dieses, was ihr hier jetzt seht, kann auch normal laufen, man kann den dann auch upgraden, man kann das Aussehen ändern, man kann jederzeit, was sehr spannend ist, auch die Merkmale ändern, also man kann ständig die Merkmale umprogrammieren und sogar die Farbe kann man ändern und man kann dem natürlich auch einen Namen geben und man kann auch wirklich die Merkmale rausnehmen und sagen, ich möchte jetzt das haben, dass der Roboter so programmiert ist. Und auch da kann man gucken, ne, er liegt bei 11,67% Verbesserungsfortschritt. Also man kann da noch einiges upgraden. Ja, und jetzt schaltet er sich aus, damit er aufgeladen wird. Dann steigt nämlich die Ladung. Die müssen nicht irgendwie eingesteckt werden oder so. Wahrscheinlich, ich stelle mir einfach vor, das funktioniert über die Sonne. Wobei die auch in Räumen sich aufladen können. Das ist nicht irgendwie gebunden daran. Ja, ja. Ja, so ist es. Also das ist die neue Kreatur in diesem Pack. Ist ja auch immer nicht zu verachten, ne? Haben sie auch eine neue Kreatur noch reingepackt. Ansonsten ein Sim, der alle möglichen Sachen auch machen kann. Roboterbabys gibt's leider nicht. Aber man kann mit ihm auch ein Techtelmechtel zum Beispiel in der Dusche haben. Auch. Und man kann mit dem Roboter auch eine Beziehung führen, ganz normal. Aber in der Dusche, ne? Also alles, was mit Wasser zu tun hat, solltet ihr von allen Bots fernhalten. Denn das ist schädlich und dann gehen die kaputt. Dann muss man die reparieren. Wenn man den lang nicht repariert, dann zerfällt er auch der Servo zu einem Schrotthaufen. Also man muss sich da schon ein bisschen drum kümmern, um seine Bots auch. Ja.
Was ich ganz toll finde auch, ne? Das ist ein schönes Gameplay noch zusätzlich. Es gibt übrigens auch noch so einen Anzug. Da kann ich euch leider auch nicht zeigen, als von meinem Gameplay, weil ich nicht so weit gekommen bin mit der Robotikfähigkeit. Aber so ein Anzug, der sehr futuristisch auch aussieht und damit kann man als Sim auch so hovern. Ganz cool bei diesem Hovern, finde ich, ist, dass man extrem schnell Treppen hoch und runter kommt, was jetzt hier gar nicht, ne? Weil wir haben eh nur Aufzug, wo die sich so hochbeamen. Aber die Treppen kann man richtig schnell. Also man kann sich ja wirklich schneller bewegen. Mit diesem Hover-Modus, was ich ganz cool finde. Ja, hallo, ich willkommen in der Familie. Und der ist jetzt auch hier bei uns dabei. Ne? Man muss den jetzt auch... Ich wollte eigentlich jetzt da, an diesem Punkt, wollte ich so eine Beziehung aufbauen mit dem Sim, dass man das Techtelmechtel in der Dusche angucken kann. Haben wir ja mit den anderen Sims in Brightchester gemacht, ne, dass ihr die das Techtelmechtel in der Dusche mal seht. Vielleicht ist das auch so eine kleine Überraschung dann noch für euch. Probiert das unbedingt aus. Einmal lohnt es sich, vielleicht dann nicht speichern, aber mit dem Bot mal in die Dusche zu gehen. Ich will euch auch nicht alles zeigen. Aber ich fand es ganz schön, er ist jetzt glücklich, die Augen sind grün und entsprechend geformt. Gleich ist er, glaube ich, flirty, dann sieht man das nochmal, dass die Augen dann zu Herzchen werden. Das ist ganz schön gemacht, wirklich. Der Bot ist auch richtig toll animiert mit dem Walk-Style, sage ich mal, wie das sich bewegt und sich dann auch selber mal den Arm da umdreht oder sein Oberkörper dreht sich um 360 Grad. Jetzt seht ihr auch die Herzchenaugen bei ihm. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal dann wenigstens einen Kuss sehen und deswegen bauen wir jetzt hier mal so eine Beziehung auf. Aber mit den beiden klappt es leider nicht mit dem Techtelmechtel. Ja. Ja, oh, eine Rose hier für mich, du süßer Bot, du. Auch das Gehirn leuchtet dann so, ne? Flirty, kokett. Und es ist ganz cool gemacht, finde ich. Ja. So, auf Stimmung kann er sie scannen, ne? Wie auf Merkmale. Und so gibt es noch mehr Sachen, wo man, wenn man den Bot upgradet, dass man da noch mehr Möglichkeiten auch hat. Ja, jetzt scannt er hier sie so und jetzt küssen wir uns gleich. Yay, endlich wieder Service im Spiel, oder Leute? Man muss das, glaube ich, mal feiern. Ich finde das total toll. So als eingefleischter Sim-Spieler. Küsst den Bildschirm. Ja. Finde ich toll. Aber wie schön wäre es gewesen, hätten wir so Roboterbabys gehabt, ne? Das wäre doch toll. So eine richtig schöne Roboter-Family mit Baby-Robotern und die dann... Ja, man wird da wohl noch träumen dürfen hier. Aber gibt's nicht in diesem Pack, nee. Ja, der Bot-Wettbewerb ist jetzt auch zu Ende unten, ne? Denn um den haben wir uns jetzt gar nicht so richtig gekümmert. Man kann da natürlich auch seine eigenen Bots mitbringen und dann dort, ja, eben steigen lassen. Sag ich jetzt mal, rausholen. Ja, den müssen wir jetzt in der Uni einschreiben, sonst muss er wieder nämlich ausgezogen. Er wird ausgezogen, ja. Richtig gehört. Und ich habe dann immer einfach mal irgendwas gegeben, auch, dass der hier halt. Da wusste ich nicht, welche Unterkunft ist denn jetzt die eine, weil da gibt's ja zwei, ne? Die sehen gleich aus fast. Und da weiß man nicht genau, ist das jetzt auch der richtige Haushalt. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht sollte man die ein bisschen umbauen oder oben so eine Fleck oder so drauf machen, damit man die unterscheiden kann, wenn man zwei Sims da einziehen lassen will, die man beide steuern will. Ja. Das ist das Bot-Gameplay. Also, ich würde mich auch mal da interessieren, findet ihr das interessant mit dem Bot? Spielt ihr das? Also, ihr kauft euch ein Uni-Pack. Ist das trotzdem ein Reiz für euch wegen dem Bot? Oder ist er euch egal? Oder findet ihr, das ist eine schöne Ergänzung? Also, wie seht ihr das mit dem Servo, muss man ja sagen? Ja, bla bla bla. Wie findet ihr das Gameplay mit dem Servo und dass der mit drin ist in diesem Pack auch? Da hätte ich gern mal ein paar Kommentare von euch. Vielen lieben Dank vorab dafür. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen was anderes. Es gibt nämlich auch Streiche. Ihr habt ja schon das mit der Statue gesehen in Brightchester. Die haben wir eingestrickt. Man sollte natürlich nicht die eigene Statue irgendwie verschandeln. Aber es gibt auch Toilettenstreiche, ne? Also da kann der so ein Tab reinschmeißen. Ich habe jetzt leider das zu schnell gemacht, deswegen mache ich es hier nochmal. Aber man kann hier einen Tab reinschmeißen, so ein Sprudeltab in das Klo. Und dann, ja, sprudelt die Toilette und wenn man die dann verwendet, dann geht die kaputt, also, ne, und das Wasser spritzt überall hin. Ja, da geht es auf seine eigene Streichtoilette, aber, ne, zum Zeigen tut's das. Oh nein, alles nass hier.
Und die Toilette ist auch kaputt, ja. Also man kann so ein bisschen Streiche dann machen und die anderen Sims, die den Streich dann gemacht haben, die freuen sich dann halt auch. Und so ist halt auf dem Campus, ne, so ein bisschen neues Gameplay auch dazugekommen. Man kann da auch so ein bisschen die Rivalitäten dann ausspielen. Also man kann zum Beispiel in das Wohnheim der anderen Universität gehen und dort die Toiletten zum Beispiel manipulieren, was ganz witzig ist. Oder irgendwie sowas kann man auch spielen, wenn man es so will. Ja, es gibt ja auch den Gaunerei-Studiengang. Die Verbesserungsfähigkeit von Terra liegt bei 100%. Sie kann sich selbst verbessern oder ein Sim mit hoher Robotikfähigkeit kann dies für sie übernehmen. Ey, du benutzt mich nicht hier. Ist auch tolle Farbkombination, Rot und Grün, ja. Oh. Ja, wir kommen langsam aber sicher auch zum Ende. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann könnt ihr mich über die Kanalmitgliedschaft supporten. Vielen lieben Dank schon mal, falls ihr euch auch mal darüber informieren wollt. Den Link gibt es in der Videobeschreibung oder unter dem Button Mitglied werden. Das seht ihr dann, was es da für euch auch gibt an Goodies. Guckt da einfach mal rein, wenn ihr das toll findet, was ich so mache. Und ja, die haben jetzt ein bisschen Beziehungsstress, weil, ja, sie hat, glaube ich, auch so ein bisschen Beziehung mit ihr dann noch und irgendwie. So, anderes Ding nochmal. Last but not least, da ist schon wieder ein Sim gestorben auf meinem Campus da unten. Aber es geht um die Statue in dem Fall. Und die wurdest du voll gesprayt, ne, von bösen Brightchester-Studenten. Man kann die dann auch wieder reinigen. Das ist auch möglich. Also man kann auch Toilettenpapier kann man auch drüber schmeißen. Das sehen wir gleich nochmal. Eingestrickt haben wir ja schon das Buch in Brightchester und jetzt hier in Foxbury werde ich Toilettenpapier mit Toilettenpapier verschönern, in Anführungszeichen. Das euch auch mal zeigen. Also das ist auch nicht, das ist eigentlich ganz witzig, aber ist nicht so schön jetzt gemacht. Die schwerfen nämlich das Toilettenpapier da einfach so durch irgendwie. Gut, in der Statue macht Sinn. Aber bei der anderen, da ist es wirklich noch schlimmer. Das fliegt durch das Buch durch. Und dann taucht es halt plötzlich auf, diese Fahnen, ne? Es ist okay, ne? Aber es ist jetzt nicht irgendwie wunderschön animiert. Und man kann die dann auch wieder reinigen, natürlich. Ja, das sind so Streiche. Die schelmigen Sims. Gibt's das Wort? Die wird das freuen. Na, kann man da auch so ein paar Sachen machen. Er sprüht drauf, dass das Klopapier auch noch feucht wird. Dann klebt es noch mehr. Ja, und dann verschwindet das wieder komplett. Also ich wollte es euch auch nochmal zeigen, dass ihr das... Weil das sah im Trailer auch so toll aus und in echt sieht halt nicht so toll aus. Ne? Deswegen Spende für akademischen Erfolg, Mann. Hinweis noch, zu guter Letzt. Die Statue solltet ihr euch angucken, wenn ihr mit dem geheimen Zauberorden, das ist eine geheime Organisation auf dem Campus, treffen wollt. Ja. Und da stirbt nochmal ein Sim auch. Ja, Mareike Winter findet wegen Verhungern ihr Ende. Tja, hat Daniel mal wieder nicht sich um seine Sims geguckt und... ja, das war's mit dem letzten Preview-Specials zu Die Sims 4 an die Uni. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Spielen. Falls ihr jetzt dann auch spielt, ja, erscheint ja am Freitag, 15. November für PC und Mac und am 17. Dezember für Xbox One und PlayStation 4. Die Sims 4 an die Uni. Wenn euch gefällt, was ich mache, könnt ihr euch das Pack auch über den Link von mir vorbestellen in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann. Macht's gut. Danke euch. Tschüss.